Moin ihr Lieben, willkommen zurück bei dem wunderbaren Meisterwerk Final Fantasy 7 auf diesem Kanal. Ja, wir sind jetzt mit Jesse hier oben. Und Bex und Rich. Ja. Na komm, Kleine. Weg ist er. Der Dame war ich wohl nicht fein genug. Gucken wir mal, wo die anderen sind. Da vorne. Bei Shinra verdient man garantiert zigmal so viel wie wir. Ja, ist normal. Gucken wir hier nochmal, ob irgendwas ist. Keine Zeit zu verlieren. Ich wollte gerade sagen, da kommen wir doch gar nicht lang. Ach, gehen wir mal, wo die anderen sind. Licht brennt jeden Abend. Für den seltenen Fall, dass ich meine Eltern besuchen komme. Mutter ist eine Spießbürgerin, wie sie im Buche steht. Ob sie wohl Pizza parat hat? Eine Midgar-Spezial? Jessies Mutter macht uns immer was zu essen. Egal, wie spät wir bei ihr auf der Matte stehen. Sie freut sich, wenn den Leuten ihr Essen schmeckt. Gut, los geht's. Cloud, du weißt, was du zu tun hast. Warte erst mal hinter dem Haus. Ja, geht klar. Eigentlich echt schade, dass du nichts von der Midgar-Spezial abbekommst. So, jetzt warten wir einmal. Du hilfst mir doch sicher, oder? So ein Alleskönner kann schließlich alles. Du schleichst dich in mein Haus und klaust was, okay? Ja, aber das fällt doch auf eigentlich. Warte ein wenig, dann geh durch die Hintertür. Achte auf. Das Licht im Zimmer, das ist das Zeichen. Na dann. Aber wird ja nicht, wenn sie ja die ID von ihrem Vater benutzt, wird ja die ID gescannt. Das fällt doch dann auf, oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Das sollte ja doch dann auffallen. Durch den Hintereingang kommst du in einen Flur. Ach da. Dort gehst du durch die Tür auf der rechten Seite. Nicht durch die vor dir. Dahinter sind wir. Ach, warum nicht? So eine, hi, ich wäre auch eine Midgar-Spezial. Tut mir echt leid, dass wir so spät... Wir machen ordentlich Krach und versuchen, meine Mutter abzulenken. Und mein Vater... Ach, das siehst du schon selbst. Er liegt im Koma. Du musst für mich die ID-Karte meines Vaters finden. Sie muss irgendwo in seinem Zimmer sein. Ich bring das selbst einfach nicht übers Herz. Darum zähle ich auf dich. Dann gibt's jeden Tag Pizza, was? Mein Vater war für die Instandhaltung der Reaktoren verantwortlich. Zurückhaltung. Nichts für ungut. Ist noch ein Stück da? Ein Brief? Hurra! Eine Midgar-Spezial! Lieber Papa, liebe Mama, geht es euch gut? Es tut mir leid, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Dieser knusprige Rand ist echt genial. Aber jetzt ist mein Traum endlich in Erfüllung gegangen. Ich habe es geschafft.
Ich habe im Gold Saucer eine Rolle bekommen. Pizza, bitte. Ihr könnt mich also schon bald auf der Bühne sehen. Ist euch schön, Satz. Ich weiß, dass ihr euch große Sorgen um mich und meine berufliche Zukunft gemacht habt. Hauptrolle, Jessie. Was? Ich kann noch was vertragen. Schade, dafür gibt's keine Errungenschaft. Ich bin fasziniert. Dafür ist jetzt keine Zeit. Ich bin mal so frei. Ich sollte gehen. Darf ich noch ein Stück? Schade, hätte ich mir das vorher angucken können. Wedge, du isst noch ein Stück? Schade, ich würde gerne durch die Fenster gucken. Aber die sind ja leider zu. Das wäre erledigt. Sind wir fertig damit? Und du willst im Gold Saucer bleiben? Obwohl du gerade nicht selbst auf der Bühne stehst? Ohne sie würde da gar nichts laufen. Du vergeudest hinter den Kulissen dein Talent. Ich finde, du solltest nach Hause kommen. Hör mal, du könntest dich doch am Theater in Sektor 8 bewerben. Ja, irgendwann vielleicht. Okay, Mama. So langsam müssen wir wieder los. Schon? Unser Besuch war ja eigentlich gar nicht geplant. Aber Wedge wollte unbedingt eine Pizza essen. Hat sich gelohnt. Bist du denn überhaupt satt geworden? Also ein bisschen ist eigentlich noch Platz. Wedge! Pizza nährt die Seele, Leute. Mit knurrendem Magen kann ich nicht arbeiten. Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Hat's geklappt? Ja, hat es. Jetzt wird es ernst. Mit dieser Karte kommen wir in die Lagerhalle rein. Gut, gehen wir. Nein, ich gehe alleine. Ich weiß schließlich, wonach ich suchen muss und wo ich es finden kann. Aber dann waren wir ja nur zum Essen hier. Die Kalorien trainiert ihr gleich ab. Ihr beide geht Cloud nämlich zur Hand. Also, ihr wisst doch, wie wir drei vorhin meine Mutter abgelenkt haben, oder? Und die Masche wiederholt ihr jetzt einfach nochmal, ja? Also eine Finte? Du hast erfasst, du Vorzeigesoldat. Wie? Also sollen wir diesmal mit irgendwelchen Shinra-Leuten Pizza essen? Wir sollen uns wohl eher mit ihnen prügeln. Wir lenken die Wachen ab. In der Zwischenzeit kannst du dich drinnen umsehen. Hast's erfasst, du Vorzeige-Bix. Sobald ihr mein Leuchtsignal seht, stürmt ihr drei den Platz vor der Lagerhalle. Macht ordentlich Radau. Ich brauche möglichst viel Zeit. Zum Glück haben wir einen Ex-Soldaten dabei. Wie viel Zeit brauchst du denn genau? Das weiß ich erst, wenn ich da drin bin. Und deshalb achtet einfach auf mein zweites Signal. Dann treffen wir uns vor dem Komplex. Wart mal. Wie kommen wir zurück in die Slums? Mit dem ersten Zug morgen? Nein. Wir müssen noch heute zurück. Aber ich habe schon einen Plan. Keine Angst. Also, Hals- und Beinbruch. Gut, starten wir das Ablenkungsmanöver. Du hast ja Jessies Vater gesehen, oder? Ja. Ich wollte gerade was sagen. Er leidet an einer Marco-Vergiftung. Das ist genau passiert, als Jessie am Theater im Gold Saucer... Ach, interessiert dich sicher nicht. Doch. Red bitte weiter. Jessie wollte schon immer Schauspielerin werden. Hatte ihr ganzes Leben darauf hingearbeitet. Und endlich eine Hauptrolle bekommen. Ihre Eltern haben sich mindestens genauso gefreut wie sie. Aber dann, kurz vor der Uraufführung... ist ihr Vater plötzlich zusammengebrochen. Überarbeitung. Er fiel in einer entlegenen Ecke einfach um und lag dann mehrere Stunden bewusstlos in einer Marco-Lache.
Als man ihn endlich fand, war es schon zu spät. Seitdem liegt er im Koma. Danach hat Jesse angefangen, sich mit Büchern über das Leben des Planeten zu befassen. Und hat sich Avalanche angeschlossen. Jesse glaubt fest daran, dass die Seele ihres Vaters über das Marco im Planeten zwischen dem Dies und dem Jenseits hin und her wandert. Darum will sie die Reaktoren zerstören. Um die Seele ihres Vaters im Marco zu schützen. Findest du das komisch? Im Gegenteil. Endlich kann ich eure Motive mal nachvollziehen. Verstehe. Ich gehe mal davon aus, alles, was hier so sich, sag ich mal, extra eingebaut wurde, im passiert Marco halt einfach in dem alternativen Universum von Final Fantasy. Daher dürfen wir es nicht einfach benutzen, wie es uns passt. Verstehst du? Oh, sag Jesse bloß nicht, dass wir mit dir darüber gesprochen haben, okay? Sonst rastet sie am Ende wieder aus. Übertreibst du nicht etwas? Wenn du wüsstest, zu dir ist sie ja immer nett. Ich Glückspilz. Ach, Cloud. Ah, der Komplex, von dem Jesse gesprochen hat. Am Ende der Mission treffen wir uns alle hier. Jetzt müssen wir warten, bis Jesse uns das Zeichen gibt. Es ist so ruhig hier. Hier hinter müsste der Platz liegen. Stopp. Nicht eine Wache in Sicht. Wäre schon komisch, wenn da keine Wache ist. Da ist uns wohl jemand zuvorgekommen. Das war aber nicht Jesse, oder? Wenn das mal nicht ins Auge geht. Gehen wir. Ja. Das ist schon verdächtig, wenn der Typ da liegt. Äußerst seltsam. Da ist der Platz. Und dahinter ist die Lagerhalle. Jesse, ja, wir gucken gleich. Wir gehen da gleich hin. Guck mal da hinten. Zwei Supertränke. Gucken wir mal hier unten. Was haben wir denn hier? Banieren. Aus dem Weg! Los! Keine große Sache. Trainingsbonus erhalten. Nichts leichter als das. Bis hier und nicht weiter. Das sollte reichen. Na dann. Ich mache das jetzt mal ein paar Minuten. Ich überspringe das einfach mal für euch. Bis gleich. So, ich habe das jetzt, ich weiß nicht, ich glaube 20 Mal gemacht. Wir machen es jetzt noch zweimal. Nichts leichter als das. Weil du kriegst ja auch ein bisschen Geld dafür. Tschüss. Also ich habe es geschafft, meine Heilung und meine... Das war abzusehen. Heilung und Glut auf eine Stufe höher zu kriegen. Gleich für den Kampf. Davon abgesehen, dass du 100 Gil kriegst pro Kampf und 2 FP. Was eigentlich sehr gut ist. Aus dem Weg! Das sollte reichen. Keine große Sache. Kann ja mal gucken. Waffenmodifikation. Ja. Wann der Schatten ob. Zielverwaltung. Mag ich alles nicht so. So, jetzt gehen wir mal weiter. Wie viel Geld habe ich denn eingesammelt? Guck mal, wir haben 5000. Wie oft habe ich das jetzt gemacht? Ich glaube, 20 Mal. 2000 Geld haben wir bestimmt gerade gekriegt. Müssen wir uns irgendwo hinsetzen. Da.
Ich habe die ganze Magie verbraucht. MP verbraucht. Brauchen wir ja gleich. An den Automaten immer gucken, weil du da immer was kaufen kannst. Würde man sagen, dann let's go. Wir müssen warten. Können ja nochmal unsere Strategie durchsprechen. Ich mach das allein. Soll heißen, wir sind hier nur im Weg? Das Gerede kannst du dir sparen. Wir helfen mit. Auf eure Verantwortung. Bereite dich gut vor. Noch haben wir Zeit. Wenn du fertig bist, dann sag Bescheid. Wenn du noch was brauchst, guck mal am Automaten da drüben. Habe ich gerade gemacht? Haben wir doch gerade eben gemacht? Es scheint auch einen Übungsplatz zu geben. Da kannst du dich austoben, wenn du trainieren willst. Ich habe vor Aufregung richtig Magenschmerzen. Falls du was vergessen hast. Sag mal, hattest du nicht auch eine Beschwörermaterie? Könnte vielleicht ganz nützlich sein, um auf dem Vorplatz für Aufruhr zu sorgen. Ist eine Überlegung wert. Alles klar. Dann steht uns ja nichts mehr im Weg. Cloud zieht auf dem Vorplatz die Aufmerksamkeit auf sich. Und wir? Wir geben ihm Feuerschutz. Und zwar von einem Ort mit gutem Überblick. Oben, auf den Mauern. Da bin ich. Was ist? Du wolltest reden? Also, im Frühling gehe ich weg von hier. Nach Midgar. Alle Jungs hier verlassen das Dorf irgendwann. Ich bin aber nicht wie alle. Ich suche mir nicht einfach nur Arbeit. Ich merke, ich habe gestern technisch so wenig getrunken. Ich will Soldat werden, genau wie Sephiroth. Der große Held Sephiroth? Soldat zu werden, ist bestimmt nicht einfach. Ich werde eine Weile nicht zurück ins Dorf kommen. Bestimmt sehe ich dein Foto dann in der Zeitung. Vielleicht. Cloud, versprichst du mir was? Wenn ich mal in der Klemme stecke, kommst du mir dann zur Hilfe? Selbst wenn du berühmt bist? Was? In der Not wünscht sich doch jeder einen Helden. Jemanden, der einem zur Seite steht. Aha. Jetzt versprich es endlich. Oh, okay. Versprochen. Das Kleid ist schön von ihr. Die beiden sind schon süß zusammen. Obwohl ich Cloud und Aeris auch mag, aber Aeris ist, glaube ich, eher in Zack verknallt. Ah, mein Auge, da ist was drin. Hab gehört, du hältst nichts von dem Plan. Einfach mit netten Bitten ist Shinra nicht beizukommen. Das weiß ich ja selbst. Aber trotzdem... Ich finde, die Stimmen passen halt weiter. Alle so gut zueinander. Ululu. Da ist das Zeichen. Das war Jessys Signal! Das heißt, sie hat einen Weg reingefunden. Los. Ja. Das ist ein bisschen voll unauffällig, oder? So eine Leuchtpistole. Vor allem, wer lässt das Tor hier denn offen? Weit und breit niemand zu sehen. Haben sich wohl versteckt. Oh, Heda! Da ist einer von ihnen! Knallt ihn an! Ja.
War's das? Stirb! Da oben sind Auffällige! Da sind noch mehr Eindringlinge! Wir brauchen Verstärkung! Erledigen Sie sie! Easy unterwischen! Ah, was schön, das ging ja easy peasy. Wo sind denn nächste? Ich mache erstmal die Kisten weg. Einmal Schwert. Mal gucken. Unbefugter Zutritt auf dem Gelände vor Lagerhalle 7-6. An alle Einheiten. Sofort ausrücken. Unbefugter Zutritt auf dem Gelände vor Lagerhalle 7-6. Unbefugter Zutritt auf dem Gelände vor Lagerhalle 7-6. Verdammt! Sie kommen näher! Das sollte reichen. Warum? Warum ist er so stark? Weil ich ein scheiß fucking Soldat bin. Deswegen. Ich glaube, wir haben. Ach, komm mal da, wir haben auch eine Kiste. Aber wir müssen alle Kisten haben. Ja, doch. Blitzio! Was geht hier vor? Oh. Mist. Das hat uns gerade noch gefehlt. Dann mal auf ins Vergnügen. Ich mag Bix, der ist so richtig... Na, warte! Das mag dich. Dreckiges Ungeziefer! Jetzt! Gleich siehst du Sterne! Alter, gehst mir auf den Sack. Komm mal, Blitzi, nein. Gewitter! Alter! Tschüss! Einmal heilen. Sehr gut, schmeiß sie bloß da runter. Stromschlag. Das hat ja voll was. Das hat ja voll was gebracht. Warte mal, ich kann nicht. Los! Du kannst blocken, ja. Stimmt ja. Au! Ja, das wird lustig. Um die werde ich mich kümmern. Mir nach, Wuffis! Verschwende. Nochmal? Das sollte reichen. Bis hier und nicht weiter. Ah, ihr sollt doch nicht mich fressen! War's das? Bin richtig gut in Form. Hey, Sportskanone.
Das war ziemlich beeindruckend. Die Frauen fliegen nicht umsonst auf mich. Ja, moin. Bunkern die hier ihr ganzes Arsenal? Ist eine Lagerhalle, warte mal, ist da. Könnt ihr noch? Was denkst du? Allzeit bereit. Hab grad was Nettes gefunden. Damit werde ich den ordentlich einheizen. Eigentlich wollte ich mir Liefred eigentlich, auf ein neues. Volle Konzentration. Ersparen. Wir gucken mal. Jetzt funktioniert gefällig. Benutzt die Minen, Klaus. Schau. Machen wir mal Limit. Keine kommen. Mai! Ich will Liefred nicht benutzen. Ausgezeichnet. Ich will Liefred eigentlich nicht benutzen. Stromschlag. Haleke! Special Angriff. Was heißt das? Special Angriff. Und noch ein Punkt für unser Team. Umzingeln! Na toll. Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Du scheinst dich auch ohne mich schon köstlich zu amüsieren, mein Freund. Die Folge kann ein bisschen länger gehen. Bis ich den da tot hab. Hallo. Ich hatte dir doch versprochen, dass wir es beim nächsten Mal alleine austragen. Du hast einen Funken in mir gezündet. Mein Herz schlägt im roten Bereich. In freudiger Erwartung unseres Kampfes! Verschwindet. Wie? Aber... Verstanden. Komm. Aber... Seit Jahren kämpfe ich nun schon nur auf meinem Motorrad. Aber ich kann dir versichern... Selbst zu Fuß kenne ich kein Tempolimit. Und das ist schrecklich. Endlich. Du und ich im fairen Stell dich ein. Ja, danke dafür. So nicht. Los. Okay, hat Loge irgendwie... Kann nicht schaden. Oh, der macht kein Feuer. Er mag kein Feuer, das Stückchen. Dann. Verbrennen. Bringen wir die Tachonadel zum Zittern, mein Freund. Ja, ist voll geil, wenn der auf der Seite von Evelyn schwer wäre, das ist einfach 1A. Jetzt los, die Blitze! Feuer frei! Aber, was? Ein Mann mit Marzipan? Jetzt los, die Blitze! Junge, du bist gleich Futter! Ein Mann mit Marzipan! Verbrennen! Oh, mein Freund! Lass dich umarmen! Das sollte reichen. Mehr davon! Lass es mich spüren! Und tschüss! Oh, ho, ho, haha. Ich sollte mal ein bisschen aufpassen. Was ist das jetzt? Ja, ich und du. Verdammt. Schnell, Rolling.
Ich und du, Sharon. Alter, die Sprüche sind ja geil. Alles im Griff. Du Lavasch. Alter. Freie Bahn mit Marzipan. Jetzt los mit Blitze. Alter. Freie Bahn mit Marzipan. Okay, Das sollte reichen. Danke. Ja. Ich rufe schnell Rendezvous. Alter, meine Knappe. Oh. Oh, scheiße, aua. Und tschüss, freie Bahn mit Marzipan. Ich geb dir gleich Marzipan am Arsch. Oh, du Schocksau. Das war's. Und aufs Maul. Niederknien. Ich habe ja noch einen Kampfbericht, den ich nicht verstehe. Muss jetzt ich gleich mal gucken. Ich habe gedacht, der geht länger. Letztes Mal war der schwerer. Wenn man sich amüsiert, vergeht die Zeit wie im Flug. Aber das war sicher nicht unser letzter heißer Ritt. Das Lustige ist, du siehst ihm halt in dem ganzen Teil nicht mehr. Kann sein, dass er im zweiten Teil ja noch zu dir kommt. Also, dass man den zweiten Teil noch sieht, aber du siehst ihn halt abgesehen da nicht mehr in dem Spiel. Der Feind hat einen Soldaten besiegt! Volle Feuerkraft! Aber er bringt jetzt eine geile Aktion und dafür feiere ich Loge so, so sehr. Er hilft nämlich. Wir sehen uns am nächsten Zwischenstopp wieder. Also tu mir den Gefallen und stirb nicht zu früh. Mein Freund. Verdammt! Rückzug. Ja. Mensch! Hey, Clown! Jetzt oder nie! Waffen runter! Wir sind's! Konntet's wohl nicht lassen, was? Ja, wohl auch nicht. Das ist die Hauptgruppe von Avalanche. Los. Wedge, passiert nichts. Hab eher Angst, dass man dich entdeckt. Wer sind die? Alte Bekannte. Eine andere Avalanche-Zelle. Ist ein ziemlich konservativer Haufen. Na, aber das ist Schnee von gestern. Diese dämlichen Säcke gehen mir am Arsch vorbei. Sorry. Was haben die hier zu suchen? Gute Frage. Dafür, dass sie uns für zu militant halten, sind sie jedenfalls ganz schön schwer bewaffnet. Sie haben sich angeblich mit Wutai verbündet, um sämtliche Materia aus Midgar zu stehlen. Fragt sich bloß, warum? Tja. Der Krieg scheint jedenfalls noch zu laufen, wenn es nach den anderen geht. Ich weiß gar nicht, ob du in dem Zeitpunkt schon unten bei Shinra drin bist mit Yuffie. Okay, das weiß ich nicht. Dann war's das hier wohl. Kehren wir zurück zum Treffpunkt. Ja.
Ab irgendeinem Zeitpunkt im DLC triffst du auch die Gruppe. Ziemlich viele Schaulustige. Und Verstärkung von Shinra. Ach, mein Bauch. Willst du Wedge einfach zurücklassen? Er hat's nicht gern, wenn man sich seinetwegen Umstände macht. Wieso das denn? Das kann jemand wie du nicht verstehen. Aber ich sag ihm, dass du dich um ihn gesorgt hast. Im Wohnviertel ist aufgrund des Alarms Unruhe ausgebrochen. Corps A hält ja Ausschau nach den Verdächtigen. Corps B übernimmt die Straßensperren und sorgt für Ruhe unter den Bürgern. Dass ihr uns überhaupt nicht sehen, ist viel lustiger. Da seid ihr ja. Hey, hier drüben. Das wäre ein schwerer Schlag für Shinra. Verbreitet die Meldung, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hat. Jawohl! Wäre das nicht etwas dezenter gegangen? Naja, mein Ziel habe ich erreicht. Wo ist Wedge? Wedge! Das war knapp! Wir machen das. Hey, Wedge. Alles klar? Oh, die Arschbacken sind ganz schön versenkt. Boah. War ja mal wieder klar. Eine Kugel gefressen? War, glaube ich, ein Streifschuss. Mein Po! Zeig mal. Was habt ihr hier vor? Das sieht fies aus. Fühlt sich auch so an. Das war doch kein Streifschuss. Das Projektil hat lediglich den Hosenboden versenkt. Du hast bloß eine Verbrennung. Eine leichte dazu. Mir ist ganz flau im Magen. Ohne Witz, das sind Freunde. Hey, du kannst ja lachen. Ich glaube, wir sollten mal eher zusehen, dass wir da wegkommen. Worauf wartet ihr? Zu Befehl! Wie kommen wir denn jetzt zurück in die Slums? Das wird eine Überraschung! Oh Mann! Ja, und die sehen wir noch in dieser Folge. Sollte nicht mehr so lange sein. Dass die uns nicht sehen, ich bin entsetzt. Schon komisch, dass wir bei unserem Einsatz in die alte Avalanche-Gruppe gerannt sind. Zur war Durchführung ein einer Sicherheitskontrolle, ja, ein dummer Zufall. Oder eine Ausgangssperre fahren. Alte Gruppe aktiv bitte begeben wird, Sie sich in Ihre Energie. Häuser zurück. Die Planung ist schon schwer genug, ohne dass Sie dazwischen funken. Was? War das ein weiterer Anschlag? Das war eine Falschmeldung. Es gab keinen Angriff. Bitte begeben Sie sich unverzüglich in Ihre Häuser zurück. Die Straße. Ich habe was Dringendes zu erledigen. Sie sollen in Ihren Häusern warten, bis die Wartungsarbeiten abgeschlossen sind. Fertig? Komm schon, hier lang! Jetzt kann uns nichts mehr passieren! Wo willst du denn hin? Das werdet ihr schon noch sehen! Operation Sprengstoff Glaube, ein voller Erfolg! Jetzt kann deine nächste Mission nichts schief gehen! Wollen wir es hoffen? Hoffentlich geht es deinem Vater bald wieder. Hey, Klappe halten! Wie? Cloud meinte nur, er hätte auch gern Pizza gegessen. Nicht? Wie bitte? Das soll Cloud gesagt haben? Ist auch nur ein Mensch. Bei einer Midgar-Spezial wird jeder schwach. Ja. Echt? Na, dann muss ich wohl die Ärmel hochkrempeln und Teig kneten. Ich freue mich schon drauf. Na, und ich erst. Puh. Nochmal wiederbeleben? Am Ende des Spiels haben wir so viele Materie. Die Folge ist zu lang. Egal, wir sind eh fast unten. Ich glaube, es war hier. Oh, Bingo. Hä? Um ehrlich zu sein, habe ich es meinem Vater fast nicht geglaubt. Aber er hat die Wahrheit gesagt. Fallschirme? Du bist auf gut Glück hierher gekommen? Man wird doch mal was riskieren dürfen, oder? wird sicher lustig. Hey. Das gehört alles nicht dazu, aber das ist einfach cool gemacht. Na dann, vielen Dank.
Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Und Jungs, bis nach der Mission morgen bleibt diese Sache unter uns, okay? Tifa und Barrett haben genug Sorgen. Na? Gut, dann mal los! Springstab! Cloud, bring Wedge nach Hause. Klar. Oh, fast hätte ich's vergessen. Cloud! Hey, bist du verrückt? Was soll das denn werden? Da! Hey, was soll das denn? Das frage ich mich auch. Deinen restlichen Lohn kannst du dir später bei mir abholen. Schon? Nein, noch nicht! Warte, Cloud! Keine Zeit. Sei doch nicht immer so streng, Kumpel. Ich bin nicht dein Kumpel. Das ist so geil! Ich finde, die Idee haben sie einfach richtig gut umgesetzt. Ich hab mich da oben ganz schön blamiert. Alles misslingt mir. War doch okay. Du hast dich für uns eingesetzt. Sei stolz drauf. Wie? Wir haben gerade echt einen Lauf. In letzter Zeit allerdings. Alles Clouds Verdienst. Ja, zusammen sind wir echt unschlagbar. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.